So, 10. 10 Tage sind noch und dann startet die Raketen-Challenge. Und das zeige ich euch, weil ich das total faszinierend finde, wie Marketing funktioniert. Wir haben jetzt 2300 Anmeldungen schon. Die meisten kommen allerdings immer in der letzten Woche mit dazu. Und wir haben natürlich auf allen Kanälen das Thema Raketen-Challenge gerade. Und ich habe mit dem Team besprochen, dass ich so eine Art Countdown mache und ich starte eigentlich heute jetzt erst so richtig. Und wir haben uns ein paar witzige Sachen überlegt, was wir tun können, um aufzufallen. Und ich nehme euch einfach mal mit hinter die Kulissen. Ich mache das natürlich in den Stories, da könnt ihr auch gerne mal gucken. Aber was tun wir denn, um einfach mal aus der Masse herauszustechen? Die Raketen-Challenge ist ja 4 Tage lang. Das heißt, wir haben immer natürlich gute Möglichkeiten aufzufallen, weil während die Raketen-Challenge läuft, fallen wir extrem auf, weil alle diesen Hashtag verwenden. Das ist also schon mal Nummer 1. Dann habe ich den Countdown. Wir haben jetzt gesagt, wir arbeiten mit Post-its, zählen die Tage runter und ich werde in den nächsten Tagen immer mal Fotos und Videos machen, wo ich dann den Post-it verstecke. Um euch da mitzunehmen, was da so passiert in den Kulissen. Und ich mag es gar nicht verraten, aber ich habe bei Amazon ein Kostüm bestellt und werde mich morgen in dieses Kostüm reinquetschen. Und da werde ich natürlich auch in den Stories ein bisschen berichten. Das heißt aber, auffallen ist das eine. Und worum geht es da? Das ist dieser Thumb-Stopping-Content, also Inhalte, die auf Facebook dazu führen, dass man nicht weiter scrollt, sondern was macht die Katrin da? Ja, hält da irgendwie so ein Post-it hoch. Ja, das ist Thumb-Stopping-Content und das schaffen wir, indem wir auffallen. In den USA machen die Leute das, indem sie in irgendwelche Pools springen oder ihren Hubschrauber im Hintergrund haben. Ich ziehe ein Raketenkostüm an morgen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich will damit nicht sagen, dass ihr groß auffallen sollt und irgendwas total Verrücktes machen müsst, aber vielleicht hilft es schon mal, wenn man einfach sich mal woanders hinsetzt, einen anderen Hintergrund hat und solche Videos, wie ich jetzt hier mache, ganz spontan mal live gehen mit dem Handy, ohne Stativ oder irgendwas, ohne Mikro. Das alleine schon funktioniert immer super. Wir denken immer, es muss poliert sein, es muss perfekt sein, das ist aber gar nicht so. Deswegen einfach mal ein bisschen outside of the box denken und erzählt mir mal, was ich Verrücktes machen soll in den 10 Tagen, die noch übrig sind. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, dann kannst du das natürlich noch nachholen. Bis dann!